Jo Leute, willkommen zu Uncharted 4. Wir haben es schon mal gezockt und dann habe ich einfach so aufgehört, weil ich erstens keinen Bock mehr hatte und der Speicherstand war weg. Deswegen müssen wir nochmal von vorne anfangen. Kein Ding, machen wir, juckt mich nicht. Dann könnt ihr das halt doppelt sehen. Vielleicht wird es jetzt spannender. Oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade nachgeforscht. Den Speicherstand gibt es nirgendwo auf meinen Accounts. Nicht auf dem, wo wir damals drauf gezockt haben. Nicht auf den. Nirgendwo. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery. 1694. Ich muss mal kurz meine Glotze lauter machen, weil ich nichts verstehe. So. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal quietschen sollte. Das ist dann mein Stuhl. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Scheiße. Warte, ich muss meine Glotze doch ein bisschen leiser noch machen. Sonst ist es vielleicht zu laut. So. Einmal so ein bisschen hin und her fahren. Bisschen mit Boot rumfahren. GTA, Real Life. Oder nicht Real Life. Naja, es sieht ein bisschen Real Life aus. Bisschen echter. Als normal GTA. Ja genau, jetzt müssten wir ja aufpassen. Weil jetzt die großen Frachter kommen. Ich weiß zwar schon, was passiert, das wisst ihr. Manche Leute müssen es auch wissen. Das war genau das. Hui. Einfach eine Pistole.
Nathan, was sollen wir nur mit dir tun? Ich muss doch wieder ein bisschen lauter machen. Bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben. Oh, meine Schule ist echt zum Kotzen. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche, du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Komm, ich hätte auch zugeschlagen. Der springt irgendwie voll niedrig. Warte, wo war das? Das war, glaube ich, hier lang, oder? Ja. Okay. Still und leise. Unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen. In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit. Sie müssen es einsehen. Rede mal. Okay. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Jo, wenn ihr das lesen wollt, dann drückt auf Pause und lest es. Ich habe nämlich keine Lust, es vorzulesen. Schwester.
Ich komme, Vater. Wir müssen noch kurz warten. Und let's go. Da müssen wir aufnehmen. Auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Das ist wieder unfair, ne? Komm. Wir kommen da nicht hoch, wir sind zu klein. Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee. Alle Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. So, wir sind gleich da. Das war leicht. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Dann ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Oh. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Jetzt kommen wir hier nicht hoch, oder was? Achso, wir müssen hier da lang, stimmt. Und was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Ja, nein. Aktuell, ja, nein. Alter, mein Stuhl ist echt nervig. Es kann übrigens sein, dass bald keine Videos mehr kommen. Ich werde krank. Ohne Mumm, kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ding. Bleib bei mir.
Wir klettern hier über die Dächer. Das macht man ja jeden Tag. Direkt hinter dir. Hey, geh doch da lang. Hä? Okay. Ja. Haut drin, Leute. Hui. Ich bin noch im GTA-Move drinne. Für mich ist X-Drücken die ganze Zeit schneller laufen. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. So hoch kann ich nicht springen. Geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Ach nee. Springt da so easy runter und ich komme einmal kurz vom Weg ab und den kann man sich eiskalt nicht mehr retten. Du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Guck mal, Leute, da würde ich mich schon nicht mehr festhalten können. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh Mist! Komm. Geschafft. Ja, natürlich. Ja, ich würde sagen, wir haben es auch gleich geschafft. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das nicht. Okay. Dann mal los. Okay. Guck mal, wir sind doch ein. Ach so, sind wir auch. Ach so, ja, stimmt, ja, ja, hm, ja. Ja. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg.
Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich habe Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Oh. Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Oh ja, Prügel. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Dejado sin dientes. ¿Estás muerto? ¿Qué mía? ¿Cómo está esto? ¡Elimínalo! ¿Eh? ¡Vuelve ahí! A ver cómo te sales de este. ¿Qué tal esto? ¡Gánamelo! Was hat gerade gesagt? Watermelon! Watermelon! Oh, ja, wir kassieren mal wieder. Bam! Piss dich, Alter! Ich mach dein Gesicht wie eine Kartoffelbrei. Bam. Siehst du, wir hätten ihn jetzt richtig schön kassiert, geben können. Abre. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Schon gut. Langsam. Ah. Okay, calmate. Jo, Leute. Culpa, pendejo.
Ich würde sagen, das war's auch von dem ersten Teil. Weil, wie ihr gerade gelesen habt, fängt der zweite an. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dahin. Und tschüss.